Willkommen im Land der Einhörner mit Maddie. Die tanzen auf Regenbogen, habe ich gehört. Geh ruhig, du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, ich bin gerade aber stoned, Bruder. Oh. This section can actually be straining to the brain. Peripheral vision is needed and if you jump into a wrong animation, you die. Ach so, du musst die richtige Animation erwischen von den Dingern. Wenn die sich nicht so gleichmäßig bewegen, sind sie böse. Guck mal, der zum Beispiel in der Mitte auf der nächsten Plattform, siehst du? Der ist böse. Ah, na perfekt. Also gespeichert. Nee. Das ist deine Aufgabe. Mach mal ein Loadstate raus. Guck mal, jetzt darfst du noch da stehen auf den Lies. Komm. Ja, geh. Mach jetzt. Ja. Ja. Nein. Nee, die nicht. Siehst du das nicht? Bruder, sowas kann ich echt nicht. Ich kann sowas eigentlich ganz gut. Ich hab da ein Auge für so einen Scheiß. Weiter. So. Geh. Den ersten überspringst du. Mann! Ey, nein! Die. Meine Güte! Also jetzt? Komm. Jetzt aber mal bitte ein Safe State hier. Los, komm. Ja, geh jetzt. Spring. Den ersten überspringst du. Dann springst du die noch auch drüber. Unten kannst du landen. Na? Einen davor hättest du treffen müssen. Ich kann das echt nicht. Die. Überspring die rüber. Rüber. Guck dir erstmal die Bewegung. Na, das bringt dir jetzt ja nichts. Du musst jeden zweiten überspringen jetzt. Nein, genau den nicht. Wann soll ich das denn? Orientier dich doch in den ersten. Drück gleich hinter links. Na, ich lade! Ja, ist das, ich soll saven? Dann lad du jetzt. Weil du, wenn du das so machst, dann nicht. Oh, ist cool. Ist cool. Okay, ja, man weiß ja nie, wann du losläufst. Das ist immer die Sache. Guck mal, die ganz in der Mitte, die ganz hinten jetzt sehen in deinem Bild. Da kannst du drauf springen. Die da, ja. Ja. Das und die ersten beiden oben. Nein. Alter, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das erkennen soll. Maddie, jetzt hast du das Spiel getötet. Nee, hast du gerade Load State gemacht? Ja. Oh. Da springst du jetzt auf die ersten oben. Die ersten beiden. Und jetzt, warte. Springst du auf den letzten? Die beiden da unten, die da. Nein. Nein, doch nicht. Warum nicht? Den letzten auf der Lass mich doch. Mann, woran ich will dich doch dirigieren. Das? Spring jetzt auf die. So, jetzt springst du auf den letzten. Ja. Jetzt springst du auf den ersten oben. Und jetzt wieder auf den letzten oben. Warum kennst du sowas nicht? Und jetzt da auf den letzten. Die letzten beiden kannst du sogar. Ja, und jetzt auf die ersten oben, die beiden. Der unten ist fake. Hä? Ja, ne? Die sahen aber aus. Ne, warte mal. Dann waren es doch die unten. Okay. Auf den letzten. Auf den ersten. Auf den ersten. Also letzten quasi. Warte. Safe. Jetzt auf die unten, die beiden. Nicht die oben. Die sind auch safe unten. Ach, kacke. Die sind jetzt alle safe, glaube ich. Außer die unten rechts. Ja. Ach, erkennst du es langsam? Jetzt musst du hoch. Oh. Hier so. Auf die jetzt links. Den linken, rechten davon. Nein. Die sind beide fake. Scheiße. Das ist aber echt kacke, du. Also, wenn du dich da einmal verguckst. So, Leute, tut mir leid, aber ich habe dafür echt kein Auge. Links. Warte. Jetzt auf die über dir eigentlich. Ja. Müssen das machen, sag mal. Okay, warte. Die oben sind auch safe. Oben rechts. Mann. Du musst da hoch. Das gibt's gar nicht. Das war jetzt links. Oh, das sieht alles so gleich aus hier. Du wolltest es machen, du hast gesagt, ich bin heiß drauf. Ja. So, warte. Ne, die sind beide fake links. Musst du auf den rechts. Da musst du genau Anlauf holen. Ja gut, der geht. Ja. Die gehen auch, dann musst du jetzt rüber. Unten, die sind wieder safe. Ja. Und die sind alle drei safe. Die sind auch safe. Und die sind alle fake. Ne, der in der Mitte war safe. Ja, Maddie, ja. Nein, hol die. Hol die was? Hol die meisten Sterne raus, weil dann kriegen wir ganz viel Leben. Wir haben doch jetzt eh einen Save Point. Sicher? Ja, das ist ein Geisterhaus. Maddie. Bitte genervt.
Siehst du, ich hätte das jetzt lieber gemacht. Yay! Yay! Wee! Ja, Emo Tree. Emo Tree. Ist das nicht schön? Maddie, hör auf. Das kracht. Was auch immer du wieder färbst. Ich hab mir auf den Kopf gehauen mit beiden Händen. Oh. Macht das Spaß? Nein! Emo Tree. Oh, ich will gar nicht. Oh ja. Achso. Ach ja. Da kommt von unten irgendwas. Ich hab's doch das gesehen. Das ist doch cool. Nein, das ist nicht. Oh, pff. Das ist nicht cool. Was kommt denn da von unten? Da kommt nix. Hä? Ich dachte, da kommt nix. Das war aber erst die Kamera so weit unten. Ich dachte, da fährt was hoch. Mach den hier. Ja, den, der so toll war, ne? Ah ja, der war das ist der liebste und der beste Level, Maddie. La 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 la. Wir sind im Schlumpfenland und regen uns schön auf. Der Gargamel ist ein Arsch. Der hat nämlich den ganzen Wald gebaut und will uns damit umbringen. Blöde Sau. I'm so happy. Haha, happy das, on a lucky day. Das Witzige ist, dass ich mir bei Katze habe ich mich geweigert zu singen. Und hier mache ich das die ganze Zeit, weil ich bekloppt werde hier. Die Leute haben auch gesagt, wir sollen mehr singen. Lass mal was singen, Maddie. Ich wünsch mir eine kleine Mieze-Katze für mein Wochenendhaus. Kenn ich gar nicht. Hier schenk ich eine Luftmatratze. Und was? Und eine Spielzeugmaus. Warum eine Luftmatratze? Weiß ich nicht, muss Loriot fragen. Vielleicht braucht die das ja. Nee. Nee. Ich finde das voll gut, dass du die letzten zwei Parts jetzt quasi alleine spielt oder gespielt hast. Ich kann nicht machen. Zwei? Ja, den letzten hast du komplett alleine gespielt, fast. Ja, ich weiß. Und den davor auch. Ich glaube, den davor auch. Also, du geißelst dich ja immer selbst damit. Ich mach mir gar nicht. Hier waren die Münzchen, ne? Münzen! Die Münzchen! Suppe, Kinder! Es gibt Suppe und Fritten! Pommes in der Suppe aufweichen. Kinder, es gibt Pommes-Suppe. Heißer Ketchup. Das ist wie und labbrige Kartoffelsuppe. Pommes. Aber es ist richtig eklig. Es gibt ein paar Sachen, aus denen darf man keine Suppe machen. Das ist wie Kartoffelsuppe, nur richtig eklig. Also ich finde Kartoffelsuppe übrigens geil. Ja, aber die nicht. Die ist dann richtig eklig. Als Kind habe ich immer sogar eine Erbsensuppe gegessen. Ja. Ja, ja, ja. In Wilhelmshaven gibt es jedes Jahr eine Meisterschaft, wo sie versuchen, den Pott zu holen. Am meisten Lapskaus gegessen in einer Stadt. Ja, es ist aber lecker. Ich finde Lapskaus lecker. Was ist das eigentlich? Das hört sich aber nicht gut an. Ja, ist so geschreddert irgendwas. Mit Fisch und so. Bäh. Und dann schön so ein Rollmops dabei, eine Gurke und ein bisschen rote Beete! Die muss man übrigens schreien, Leute. Rote Beete spricht man so aus. Eine Nudel? Ja, eine Nudel. Das ist ja wieder sehr eloquent heute. Rote Beete! Eddie ist der Mann, Meister ihr der Eloquenz. Kernassis. Ich hasse diese dreckigen, blöden Mistkerle hier. Warum springst du dann nicht gleich? Du weißt ja, dass die kommen. Genau. Yay. Mann! Ich kann das nicht mehr, Bruder. Ich hab weißt jetzt du, was nicht du, verlieren. Weißt du, was du eigentlich auch machen könntest? Nur so als Tipp. Du könntest dich tot sein lassen und mich mal wieder machen lassen. Dann hättest du ein bisschen weniger Frust, aber es ist nur so ein Vorschlag. Ich meine, du willst ja. Irgendwie ja, bist du ja nur Co-Kommentator in letzter Zeit. Ja, ist ja nicht so, als wärst du jetzt gerade ein Arbeitsverweigerer, aber... Nee, ich muss zeigen, dass ich für den Betrieb von Wert bin. Mhm. Mhm. Willst du nochmal self-staten, Maddie? Nur 10 Mal so. Mann! Das darfst du nicht wissen, dass ich das mache! Ich denk's mir aber, weil du die ganze Zeit kurz innehältst. Was machst du wohl in der Zeit? Überlegen! Ja. Überleg, wo du den self-stat setzen kannst, ohne dass es gefährlich ist. Ja. Ja, ich weiß, ich bin gemein, aber ich hab mir es abgewöhnt, so viel zu self-staten. Ich versuch's zumindest. Außer ich stelle mir zu lustig. Das ist gemein dann. Geh weiter. Immer weiter, immer weiter. Wow! Das Ende. Achso, muss ich noch über die Fletcher da. Oh, 5, ja. Yeah. Hast du gerade wieder was gegen den Kopf, oder? Nee, das war jetzt dreifache Brofist ich bei mir.
Weil macht ja keiner. Kennst du Kids? Den Film? Nee. So applaudiere ich immer. Wie denn? Musst du einen Film gucken. Okay, wer würde das sonst? Ja, kennst du nicht. Na gut, so, das riesen gesaved State, das hört jetzt erstmal auf bei mir. Weil wenn man es nicht macht, dann spielt man besser. Oh, ja, macht man auch. Super, macht man das. Sag mal, muss ich da jetzt einmal komplett den Baum quasi die Endlosschleife durch, bis ich oben an der Tür bin, oder was? Wahrscheinlich. Nein. Warte mal, wie kam ich hoch, ne? Ja. Ja, genau. Also Leute, wer weiß, wie der eine in Kids applaudiert, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Da wisst ihr, wie ich das mache. Bestimmt so total begeistert. Nein. Es ist, so ein Schwarzer am Pool. Mehr sage ich dazu nicht. Ach also so, mit einem Penis dann irgendwie. Penis, ey. Ja, der Maddie, der weiß. Ja, der stellt sich da halt so hin und sagt so, guck, sagt zu den Leuten. Ich bin ja jetzt schon mal durch. Der Maddie, der ist heute wieder ganz. Nein! Ne? So Jans? So Jans ist der ja auch das ist nicht. Ein schwarzer Penis dann irgendwie. Ja, der stellt sich halt dann so hin und sagt. Keine der stellt. Ne, hör doch mal zu, der stellt sich da hin und sagt so, ja, guck mal hier. Und dann macht er sich untenrum frei, ne? Und dann fängt er an, so seinen Unterkörper hin und her zu schlenkern. Und das macht er dann flap, 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 flap. So klatschst du auch immer. Ja. Stick present und dann los. Ja. Machst du nicht? Sollst du mal machen. Meine Nein, nicht jetzt schon. Tiddlin. Oh, ich fühle mich gerade wie Spider-Man im Windkanal hier. Mann. Du hast immer so Vergleiche, so. Spider-Man im Windkanal. Das stelle ich mir gerade mal vor, wie das aussieht. Maddie, so eine Frist immer. Was ist los? Bist du schwanger oder so? Boah. Gib's auf! Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen! Du musst auch mal! Du musst auch mal! Ich muss Leute, ich muss euch dazu mal was sagen. Wisst ihr, was in den Aufnahmepausen immer los ist? Ich bin da immer neutral. Aber Matti ist eigentlich immer der ansagt. Hier, komm, Poga, komm, einen bringen wir noch. Und ich sag dann, ja, okay. Ja, das ist wie damals bei Outlast, da hab ich auch gedacht, oh, jetzt kannst du mal wieder spielen, was anderes. Ja. Fuck. Nee, geht nicht. Weiß aber, ganz genau, was aber dann ist Matti der sagt, hier komm, Bruder, ich hab keinen Bock mehr. Dann sagt er aber im nächsten Moment, sagt, Bruder, komm, einen machen wir noch, komm, einen machen wir noch. Einen drücken wir noch heute. Ich wollte es nur mal sagen, ist jetzt nicht böse. Das ist einfach nur Fakt. Ne? Weißt Bescheid. Allein die Szene, die ist auch schon wieder verdächtig. Ja, ich find das gut, ich mag sowas hier. Das ist cool. Außer die Säge da, die ist ein bisschen arschig in dem Moment. Kriegt er Panik. Bisschen ist gut. Die ist unglaublich arschig, die Säge da. Ich bin jetzt schon wieder ganz raus, weil ich so lange nicht spielen durfte. No, ein Overworld safe. Warum? Ist doch noch. Warte, hör doch mal auf zu essen jetzt. Ja, bin ja gleich fertig. Das ist echt nicht gut. Ja, ich schütt jetzt alle rein. Ja. Ich bin heimgekommen, hab aber nichts gegessen heute. Mhm. Und wir haben heute schon wie viele Folgen aufgenommen? 6? Ja, kommt hin. Oh ja, mach ich gut. Hallo? Ich bin jetzt komplett raus. Ich kann nicht mehr über die Scully-Blöcke hier richtig abspringen. Hat sich schon eingebürgert, ne? Ja, irgendwie schon. Mach es! Naja, da warte ich jetzt. Morgen. Das ist voll Arsch gerade, guck mal, wie das Timing ist. Ja, genau. Das hast du auch schon mal gemacht. Hast du? Oh. Ja, das da oben, das ist sowieso, das spottet jeglicher Beschreibung. Was macht der da eigentlich? Hält er sich die Plauze und schüttelt dabei irgendwie das Gesicht? Ja. Das sieht ganz komisch aus, wenn Mario stirbt. Das liegt daran, weil er so einen riesen Bart hat. Deswegen hat sein Gesicht so viel Gewicht. Was? Du? Gesicht! Gesicht, Gewicht. Da sieht man wahrscheinlich die Schmerzensschreie gar nicht so richtig, wenn er leidet. Och ja, scheiße, das habe ich vergessen. Ey, das ist. Guck mal, Luigi aber auch, die flattern irgendwie so die Augen. Vielleicht sind es ja die Nasenhaare, die ja so flattern. Das ist gar kein Schnurrbart, Maddie. Jetzt ist aber einer zu viel. Da habe ich mal so einen Inder gesehen, der hatte das. Der hatte keinen Schnauzer, der hatte nur Nasenhaare und der hat die so gekämmt wie ein Schnurrbart. Das sah echt voll toll aus. Ich finde sowas aber auch eklig. Kleine Babyhunde. Ich find sowas aber auch eklig. Ich mag Pizza, ich mag Bagels, ich mag Hot Dogs mit Senf und Bier. Nee. Bestes Lied von Homer jemals.
Ach komm jetzt, geh mal weg da oben, du. Ach komm, geh weg. Bist schon auch Ruhrgebietler, ne? Ein bisschen. Immer diese Widersprüchlichkeiten von Deutschen, ne? Ach komm, geh weg. Oh, die Säge. Oh, warte mal, ich mach mal einen Overworld Safe, den lade ich mal. Könnte sein, dass du jetzt nochmal musst, aber das ist ein gut, ja, weil ja, ja. Ich will ja mal wieder, ne? Ja. Wenn ich darf. Ja, deswegen. Wir harmonieren wieder miteinander. Das ist schön. Ja. Das war ein, irgendwann mal nochmal einen Staubsauger an während irgendeiner Aufnahme. Das ist richtig blödes mal hier. Ja. Mich stört das ja nicht, aber andere Leute, weißt du ja, ne? Oh, Medi, das Geschlürfe. Kann sich auch so ein bisschen anstellen, ne? Oh. Ja. Mich stört's nicht, wie gesagt. Nur wenn du isst. Das finde ich dann nicht so geil. Das finde ich aber bei jedem Scheiße irgendwie. Naja, es ist ja so, dass man ja damit anfängt, weil die Leute meckern. Das ja, aus ist Trotz. Ja, da sind genau. Wir halt alle wieder Kind, weil aus man Protest. Lässt sich. Als Erwachsener lässt man sich nicht vorschreiben, was man zu tun hat. Ich will einfach mal wissen, was da oben ist. Ich bin der Segenjongleur. Kann das. Achtung. Ja. Ja, dachte ich, ich springe links außen vorbei und dann ziehe ich rechts rum, springe den Deppen auf den Kopf. Ne? Ja. Auf den Köpke. Warum mache ich das nicht? Warum hast du eigentlich nur 3 Leben und ich nur 1? Ungerechtigkeit. Das weiß ich nicht. Unglaubliche Ungerechtigkeit. Maddie, ist eigentlich das Wort Bodenverhaftung, wenn man Boden oder bodenständig oder bodenhaftend meint, richtig? Bodenverhaftung? Ja. Was? Bodenverhaftung. Ich glaube nicht. Das ist ja, das war bei Fallout, da hat einer so ganz komisch geredet, da hat irgendwie gesagt, so, ja, ich würde ihnen ja den Job, den Job des Sheriffs anbieten, aber sie haben ja nicht gerade eine Bodenverhaftung. Das klingt wie irgendwas, was man so verlegt, in der Küche oder so. Bodenverhaftung, das hört sich eher für mich an, als würde einer mit Handschellen auf den Boden geworfen und dann ist es eine Bodenverhaftung. So, hier, du bist jetzt festgenommen, Boden verhaftet. Ja! Yeah. Maddie, Meilenstein. Das ist ja ein, ein Paradigmenwechsel hier. Jetzt kommen hier die Fuzzy Tonys hier. Die Fuzzy Tonys? Das ist ein Begriff von Scully. Das sind die Furry Tonys, meinst du? Hui! Oh, was da rauskam. Das sind die Furries. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das eklig findet mit Furries. Ah, guck mal. Was ist so ein Bug, Maddie? Ohne Witz, ich glaube, das ist ein Bug. Ohne Witz. Geh doch mal runter. Oh, die Sprite Limitation anders. Ich knall mal den hier runter. Wo konntest du jetzt nochmal sicher? Warte. Sag mal, das ist ja allerliebst. Ja, moin. Ist ein Bug. Ey, komm schon. Das ist jetzt Kacke. Das ist nicht fair, Leute. Das ist nicht okay. Na, Kingfish Stick find's auch nicht gut, ne? Nein, find er nicht gut. Wer? Der mein Fleckmann. Ist hier so rumeiert hier wieder. Er hat übrigens wieder seine Atzenbrille auf. Der ist voll cool. Warum kaufst du dir solche Teile, Mensch? Weil der fancy ist. Ne, fancy ist doch dein anderes Pokémon da. Ja, das gab's ja nicht. Die Bimmelschlange. Ah, Fancy ist sowieso die Beste. Spielmaker, aber richtig. Fast wie dieser Schiedsrichter bei Brasilien. Oh, Mann. Normalerweise, wie gesagt, ich reg mich ja über sowas eigentlich nicht auf, aber das war so offensichtlich. Das ja. Gibt es nicht. Weißt ja nie, was er sieht in dem Moment. Das ist ja immer das. Man geht ja immer nur von der Beifahrersicht aus. Ja, das stimmt. Das ist ja wie bei Let's Plays. Da sitzt du auch manchmal und denkst dir, was macht der denn da für einen Blödsinn? Der ist so dumm. Der ist so dumm. Und sieht er das nicht? Tada! Ach ja, der flattert da ja schön auf das Grünzeug. Das, jetzt haben sie es! Hab ich gesehen. Auch für dich machen sie das hier wieder, ne? Ja. Und ich muss sehen, wie ich klarkomme. Oh! Obwohl ich sagen muss, das Design von dem Level, das gefällt mir doch. So einen Baum hochklettern, das fand ich damals bei Donkey Kong Country 3 ja schon so lustig. Auch wenn es da, glaube ich, noch 15 mal schwerer war als hier. Oh nein. Ja, genau, sowas gab's da. Oh auch. Ja. Genau, das meine ich. Ja, 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 ja. Game Over. Ja, ja. Nee, Eggert. Ja, nee, nee.
Ich habe nicht gespeichert, ne? Den ganzen Level nicht. Jetzt ist es wieder so, dass wir beide nur ein Leben. Gib mein Leben! Bring me to life! Lass mich mal hier. Ach, hier. Hä? Das ist aber ganz woanders. Mann, nö. Ja, komm, ich habe gespeichert jetzt. Nope. So much nope. Jetzt habe ich ein Save gemacht, gebe ich zu. Aber die Leute sehen es ja bei mir im Video. Ich habe echt kein Safe-State eben, das ganze Level. Ist nicht. Oh ja, guck mal, wie schnell das geht. Schnell, Maddie. Hoch, hoch, hoch. Nicht lang warten. Nicht lang schnacken. Ja, ich weiß, aber da kommen ja Gegner Kopf runter. Kopf in Nacken. Muss doch sehen, wo ich hinkomme. Oh, sonst passiert wieder sowas hier. Oh ja, du weißt nicht mal, was hinkommt. Ja. Bitte, 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 bitte. Nein, das machen wir nicht, bitte. Meine Geduld ist nicht am Ende. Überziehen wir jetzt auch schon wieder 10 Minuten oder habe ich mich. Hab ich den Wecker gestellt? Wie lange geht denn mein Part schon? Nicht so lange. Nicht so lange? Also bei mir sind es schon 20 Minuten, der Part. Mal eben. Na ja, mal eben. Ich wünsche mir eine kleine Miezekatze. So ein Kätzchen wäre echt was Feines jetzt, glaube ich. Prinzessin Debahia Tropical. Waren Sie schon mal in Schwäbisch Hall? Ich hab ja ein Haus mit Einbauküche und Bett. Prinzessin Debahia Tropical. Wie willst du das schaffen? Warum sieht das da unten so komisch blau aus? Weiß ich nicht. Nee, auch nicht. Wie viele Beine hat Jesus? Maddie, wie viele Beine hat Jesus? 15. Mindestens. Hat keine Beine, der hat Räder. Ach ja, jetzt weiß ich, was du mit Blau meinst. Ich glaube, das sind die Späne. Die fallen in den Himmel. Man sieht ja auch Bäume von unten nach oben, weil die Äste geben nicht so viel Holz, weißt du? Die wollen ja nicht das Grünzeug. Aber wie lange nehme ich jetzt... Weiß nicht, wie lange nehme ich jetzt... Glaube ich, mich packen sie in eine Röhre und dann machen sie Feuer und weg. Heute, das Ende. Komm, weiter jetzt. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einer geht noch rein. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann lass die Folge beenden. Dann machen wir nichts mehr. Lass mal machen. Ja, richtig. So machen. Weil die geht schon zu lange. Dann ist vorbei jetzt. Es ist für dieses Format nicht angebracht. Über 15 Minuten normalerweise. Format dazu. Wir haben kein Format. Oh, nein. Oh. Na gut, bei Maddie nächstes Mal. Ja. Und ich gehe jetzt erstmal einen erschießen.